Hi ihr Lieben, ich möchte euch heute ein bisschen updaten, was es auf meinem Kanal ab 2017 im Bereich Beauty alles Neues gibt und was es nicht mehr gibt. Für alle, die das große Update-Video nicht gesehen haben, wenn ihr natürlich Lust habt, das noch zu schauen, dann braucht ihr nicht beide Videos schauen, aber ich habe so ein paar kleine Projekte im Beauty-Bereich, die ich gerne durchziehen möchte und ein paar Änderungen und ja, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Der erste und wichtigste Punkt ist, ich habe ein Shoppingverbot. Ich werde mir noch Sachen wie Klopapier, Zahnpasta und so kaufen. Klar, das ist notwendig, das wird aufgebraucht. Darauf zu verzichten wird ziemlich dämlich und eklig. Aber Shoppingverbot im Sinne von, oh, der Lipgloss, der 500. rote Lipgloss in meiner Sammlung wäre, heißt Vampires Red Diaries. Wie witzig, den kaufen wir jetzt für 4 Euro. Werde ich jetzt nicht mehr machen. Es war hart, weil das war jetzt wirklich ein Beispiel von letzter Woche. Ich war so kurz davor, diesen Catrice Lipgloss mitzunehmen. Ich kann schon nicht mehr reden, weil er so einen coolen Namen hatte. Aber Fakt ist, es ist ein Lipgloss, der gibt wenig Farbe ab. Und Fakt ist, ich habe tausende Lipglosse und Lippenstifte in Rot. Ich brauche den nicht nur wegen dem Namen. Puh. Shoppingverbot. Also, das heißt, es gibt halt weniger Hauls. Und die Hauls, die es gibt, die sind halt etwas, ja, standardlastiger. Es wird bestimmt immer mal wieder was geben, was ich mitnehme. Oder wenn ich ja wirklich nicht dran vorbeikomme, weil ich das noch nicht habe. Unvorstellbar, aber es kann ja sein. Oder wenn ich was ausprobieren möchte oder so. Oder wenn ich ein spezielles neues Produkt reviewen möchte, rezensieren. Ich muss mir das Review abgewöhnen. Es heißt rezensieren auf Deutsch. Und ich kann kein Englisch. Punkt. So, ja. Also sowas werde ich mir natürlich noch kaufen, wichtige Sachen werde ich mir kaufen, aber keine Shopping-Anfälle mehr. Außer vielleicht, ich bin wirklich überzeugt von irgendeiner Lidschatten-Range und die geht aus dem Sortiment und ist gerade im Sale. Das sind genug Ausreden, um sie vielleicht doch zu kaufen, aber so im Großen und Ganzen wird es eigentlich schon ab seit 2016 extrem weniger werden. Und dafür kommen wir zum zweiten Punkt. Es wird sehr viel mehr Rezensionen im Beauty-Bereich geben. Ich mache ja schon seit einer Weile jetzt Rezensionen über Bücher und ich möchte das fortführen, auch was andere Mediasachen angeht, aber darum geht es heute nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall mehr Rezensionen im Beauty-Bereich machen, weil das kommt total zu kurz auf meinem Kanal und es tut mir voll leid für alle, die wegen Beauty und Co. halt eingeschaltet haben und mich abonniert haben. Und ich merke einfach, ich vermisse es. Ich habe so viele Sachen, die ich gerade nicht benutze. Und wo ich so viel zu sagen hätte über Sachen, die ich benutze. Und ich komme einfach nicht dazu. Und ich finde es schade. Und in so einem Aufgebraucht-Video oder in einem Haul kommt es einfach total zu kurz. Und deswegen möchte ich Einzelrezensionen machen, beziehungsweise auch Sammlungsrezensionen. Zum Beispiel über Mascara, so eine 5-in-1-Rezension über 5 verschiedene Maybelline-Mascaras oder so. Genau, das möchte ich auf jeden Fall machen. Und ich habe es mir fest vorgenommen, ja. So Augen-Make-up-Entferner, Nagellack-Entferner, Mascaras, Waschgel fürs Gesicht, wohlbemerkt. Und vielleicht noch ein paar Foundations, die aktuell noch zu kaufen sind. Sowas in der Art. Wenn ihr da noch Vorschläge habt, gerne in die Kommentare damit. Auf jeden Fall davon wird es definitiv mehr geben, weil ich mich mehr mit meiner Kosmetik auseinandersetzen möchte. Dann habe ich mir überlegt, ich werde wahrscheinlich auch wieder einiges an Sammlungsupdates machen. Ich mache auf jeden Fall die Duschgel-Sammlung, die ihr euch ja alle wünscht. Die möchte ich auch auf Stand Januar 2017 machen. Das heißt, innerhalb der nächsten Tage werde ich sie drehen. Wann sie online kommt, ist ein anderes Thema, da ich im Verzug bin und Internetprobleme habe. Aber sie kommt, sie kommt, sie kommt. Und ich bin mir einerseits unsicher, ob ich wirklich eine Parfümsammlung machen möchte, wirklich eine Schuhsammlung machen möchte, ob ich wirklich eine Nagellacksammlung machen möchte, weil es ist mir unangenehm zu wissen, dass zukünftige Chefs wissen dann, wie viele Schuhe ich daheim habe, wie viele Nagellacke ich habe und ich habe keine Lust, dass diese Tatsache, dass ich das gerne sammle, mir denn die Zukunft versaut. Versteht ihr, was ich meine? Bin ich wirklich noch unsicher, aber eigentlich möchte ich das schon für mich machen, weil ich eine Übersicht über das haben möchte, was ich habe. Und dazu zählen eigentlich auch Sammlungsvideos. Und ich bin vor allem sehr stolz, was die Cremes und die Haarpflegeprodukte angeht. Denn die Zahl vor, oh Gott, wann war denn das? 2013, glaube ich. Anfang 2013? Kann das sein? Da habe ich diese Updates, also diese Sammlung gemacht. Und
Ich bin wirklich stolz auf mich, was ich alles aufgebraucht habe in den letzten 3 Jahren. 4 Jahre. Oh mein Gott, ist das lang her. Okay, nee. Doch, 4 Jahre. Verdammt. Also ich bin wirklich stolz, was ich da aufgebraucht habe. Auch wenn es lange gedauert hat, wie ich gerade feststelle. Und eigentlich möchte ich da schon ein Update machen. Und ich denke, da freut ihr euch vielleicht auch zu. Also so eine Backup-Sammlung und so. Ja. Zum Thema Parfümsammlung und Nagellacksammlung. Das werden zum Beispiel Sachen sein, die werde ich drehen. Und direkt dabei praktisch auch swatchen. Also nicht unbedingt alles swatchen, aber ich mache das so Stück für Stück. Swatchen und dann auch aussortieren, weil ich habe zu viel. Und dann kommt auch ein Unhaul bzw. ein Sale. Die Sachen landen auch auf Kleiderkreisel. Ich gebe euch aber auf jeden Fall die Chance, über YouTube bzw. E-Mail mich vorher zu kontaktieren. Dann sparen wir uns die Gebühren, das wäre auch nicht so übel. Genau, also ich werde auf jeden Fall einiges raushauen. Und das ist so mein Großprojekt ab 2017, also sagen wir mal 2017 bis 2020 möchte ich meine Besitztümer wirklich stark reduzieren und aufbrauchen und verkaufen. Ich werde niemals zu Minimalisten, das möchte ich dazu sagen, aber reduzieren ist immer gut. Zusammengefasst heißt das, Sammlungsvideos wird es geben, Statistiken zum Aufbrauchen natürlich, also Updates zu den Sammlungen, Sale-Videos, vielleicht noch mehr Rezensionen, weil ich hier aufbrauche und aussortiere und aufbrauche, ausprobiere und aussortiere, so. Und wenn ich schon ausprobiere, kann ich natürlich auch eine Rezension machen, bevor ich es verkaufe. Aha. Und genau, das heißt, sehr viel mehr Beauty-Videos kommen jetzt hoffentlich, bitte, weil ich habe da total Lust drauf. Mein Kleiderkreisel-Account ist übrigens in meiner Kanalinfo und auch in den Infos zu meinen Videos. In den aktuellen Videos ist der aktuelle Account. Ich habe jetzt 2, blöderweise den alten werde ich jetzt wohl löschen. Der ist inaktiv, weil der einfach noch Isabella Lunarotic hieß und nicht Glacy Naylor. Und der neue heißt jetzt Glacy Naylor auf Kleiderkreisel. Ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr Interesse an den Sachen habt. Ihr seht ja, was ich anbiete. Allerdings eine große Bitte. Wenn dran steht, ich tausche nicht, dann tausche ich nicht. Oder ich gucke mir von mir aus eure Sachen durch und kann es euch immer noch anbieten. Wenn es zum Beispiel MAC Lippenstift gegen MAC Lippenstift ist, gleich voll andere Farbe, kann man tauschen, kein Problem. Und wenn da steht, Preis fix, so und so viel, dann habe ich mir was dabei gedacht. Dann ist der Preis auch fix. Und wenn dann 500 Nachrichten kommen mit, kann man am Preis noch was machen? Ich würde für 1% deines vorgeschlagenen Preis würde ich es kaufen, aber nur inklusive Versand. Wenn solche Nachrichten kommen, dann kriege ich so Hals. Weil, wieso soll ich etwas, das noch voll ist, das vielleicht noch verschweißt ist, für einen Preis inklusive Versand und Gebühren verkaufen, wo dann zum Schluss sogar ein Minusgeschäft bei rauskommt. Ich muss ja auch noch ein Busticket kaufen, um zur Post zu kommen. Beziehungsweise Zeitinvestition und so. Ne? Wenn und wenn Verpackung am besten noch teurer ist als das, was ich dann rauskriege, das macht keinen Sinn, Leute. Also, mein Link ist in der Infobox. Aber bitte, wenn ihr Kleiderkreisel nutzt, denkt darüber nach, was die Verkäufer sich bei den Preisen denken. Ich mache keine utopischen Preise, ich mache keine unfairen Preise, ich mache faire Preise und ich möchte einfach keine 1000 Mails mit sinnlosen Preisanfragen haben. So, genau. Danke. Dann, was sich inzwischen schon eingependelt hat über 2016, ich mache Aufgebraucht-Videos und Kosmetik-Hauls nur noch alle 3 Monate. Aus dem einfachen Grund, ich kaufe fast nichts mehr, deswegen lohnt es sich nicht monatlich. Und vielleicht mache ich ja noch Instagram-Updates zu dem aktuellen Haul, falls da limitierte Sachen dabei sind, was ich ja versuche nicht zu kaufen. Und Aufgebraucht-Videos sind deswegen jetzt 3-monatig. Früher waren sie immer 1-monatig, dann 2-monatig, jetzt sind sie 3-monatig. Weil ich den ganzen kleinen Scheiß einfach aufgebraucht habe und die großen Packungen brauchen einfach ihre Zeit, um leer zu gehen. Weil ich bin ein recht sparsamer Mensch und ich benutze halt nicht 200 ml Shampoo pro Dusche. Und deswegen kommt da einfach nicht viel bei rum und deswegen habe ich dann eine längere Spanne. Nicht, weil ich einfach zu faul bin zum Drehen, sondern weil ich einfach nichts habe, worüber ich drehen könnte. Und ich möchte auch kein aufgebraucht Video drehen, das 2 Minuten geht. So, hey, ich habe ein Shampoo aufgebraucht. Hey, ich habe Wattepads aufgebraucht.
tschüss. Das ist doof. Deswegen gibt es die jetzt etwas seltener, dafür Einzelrezensionen. Weil dazu muss ein Produkt ja nicht leer sein, damit ich es rezensieren kann. Das kann ich ja einen Monat testen. Dann ist vielleicht, keine Ahnung, 10%, 20% davon leer. Und dann kann ich es rezensieren, weil dann habe ich eine Meinung. Versteht ihr, was ich meine? Dann kann ich es ja immer noch irgendwann später aufbrauchen. Dann kommt nochmal im Aufgebraucht dann nochmal eine Mini-Rezension. Genau, so werde ich das jetzt handhaben. Und zum Thema Aufgebraucht. Ich habe jetzt vor, endlich ein ernsthaftes Project 10 Pen zu machen. Für alle, die keine Ahnung haben, was das ist. Pen ist im Grunde das da. Das ist ein Pen. Also da ist ja so eine Metalldose unten drin. Dose, Pen, ne? So. Und im Project 10 Pen geht es darum, dass man sich 10 Produkte raussucht, die man leer kriegen möchte. Und das heißt, man benutzt nur diese Produkte, bis sie leer sind. Auch wenn man dabei die Krise kriegt. Und ich denke, ich werde mir da so Sachen raussuchen, wie zum Beispiel, ich habe es beim Puder jetzt schon durchgezogen, also ich habe jetzt keine Videos drum gemacht, aber ich habe mir meine Puder mal angeguckt, ich hatte unglaublich viele Puder und habe die wirklich benutzt, weil ich es leer kriegen wollte. Ich wollte einfach nicht mehr so viele Puder haben, weil es gibt zwar Puder für jeden Zweck, ja. Man kann ein deckendes Puder haben, man kann eins, das nicht so deckend ist, einfach nur mattiert oder so haben, ja. Aber ich brauche keine 20. Und so, das Puder wäre jetzt praktisch schon gehippt, wie ihr seht. Man sieht das Pfännchen, hit the pan, yes. Es ist aber bei weitem noch nicht leer. Und ich möchte jetzt halt Project 10 Pen machen. Werde es auch immer mal wieder updaten, weil die Sachen ja unterschiedlich schnell leer gehen. Und ich werde sie dann immer wieder ersetzen. Und dann seht ihr auch, was ich gerade aufbrauche und warum das vielleicht mit den Aufgebraucht-Videos so lange dauert. Wenn ich zum Beispiel ein Trackle Moon Duschgel mit 500 ml habe, das ich im Project 10 Pen leer machen möchte, dann dauert das natürlich sehr viel länger als ein Duschgel-Tester. Also was heißt Tester? Oh Gott, als ob ich Tester klauen würde. Ein Duschgel-Pröbchen mit 50 ml, das ist natürlich sehr viel schneller leer. Ist ja auch nur ein Zehntel davon. Genau. Und das habe ich mir überlegt, würde ich gerne machen. Allerdings dauert das noch ein bisschen, weil ich weiß nicht, noch nicht, was genau ich mir raussuchen möchte. Dazu brauche ich erstmal einen groben Überblick. Und da bin ich, so weit bin ich noch nicht. Also es wird jetzt nicht im Januar 2017 starten, sondern einfach irgendwann in das Jahr kommt es dann. Und wäre natürlich cool, wenn dann ein paar von euch mitmachen würden und mir auch schreiben würden, was sie so in ihrem Project 10 Pen haben. Gott, ist das ein Zungenbrecher. Und ja, vielleicht können wir das gemeinsam machen, ansonsten kriegt ihr halt Updates. Mal gucken. Es läuft auf jeden Fall nicht nur dieses Jahr, sondern es läuft dann halt laufend. Und ich werde es immer wieder ersetzen und updaten, ersetzen, updaten, ersetzen. Genau. Also praktisch mein Ubuntu Read nur in Beauty-Form. Mein Ubuntu aufgebraucht. Oder so. Ja. So viel zu dem Thema. Das war es dann auch zu diesem Beauty-Update. Es passiert viel auf meinem Kanal jetzt. Ich hoffe wirklich, das funktioniert, wie ich es so mir überlegt habe. Und ich freue mich total drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen und wundert euch da nicht. Wenn ich jetzt noch einmal lese, wo bleibt die Duschgelsammlung, kriege ich einen Anfall. Sie kommt. Guckt euch dieses Video an, dann wisst ihr das. Ja. Oder wer dieses Video gesehen hat und diese Frage sieht, der kann ja darauf antworten. Oder darauf verweisen, auf dieses Video. Ja, ich rede schon wieder nur Stuss. Ihr habt's kapiert. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann bei meinen ganzen Beauty-Kram-Rezensionen, aufgebraucht, Tenpen, whatever. Bis bald. Ciao.